Hallo liebe Grillfreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Eine Frau lernt grillen. Es ist beschissenes Wetter da draußen, man kann es nicht anders sagen. Wir holen uns aber heute den Sommer in die kalte Jahreszeit mit Mango-Halloumi-Spießen vom Grill mit Balsamico-Honig-Dip. Wir brauchen gar nicht so viel, liegt hier alles schon bereit. Die Mango, den Halloumi-Käse und für den Dip Honig, Balsamico, Salz und Pfeffer und das Schälchen nehmen wir das gleich alles anrühren. Und hier liegen noch die beiden Holzspieße. Eigentlich müsste man die wässern. Das machen wir an der Stelle nicht, weil die werden schon nicht verbrennen auf dem Grill. Braucht nur 10 bis 15 Minuten, dann ist das fertig gegrillt. Mango und Käse sind gewürfelt. Jetzt kommen wir zu dem Dressing. Ich habe vorhin vergessen, Olivenöl muss da noch rein. Damit fange ich jetzt direkt mal an. Das könnt ihr frei nach Schnauze machen. Vielleicht 2 Esslöffel Olivenöl, 1 Esslöffel Balsamico und 1 Teelöffel Honig. So, das wäre, glaube ich, eine gute Mahlzeit. Und wer mag, gerne noch was Scharfes dazu. Genau. Da meldet sich der Micky gleich aus dem Hintergrund. Oh, Klebehonig. So, also das ist wirklich sehr einfach hier. Und sag mal, die Würfel, die du jetzt gemacht hast, wie groß sind die ungefähr? Kannst du das mal ein bisschen noch zeigen? So, also die müssen ungefähr gleich groß sein, das habe ich an einigen Stellen ein bisschen verkackt. Ja. So. Ja, okay. Alles klar. Okay, salzen. Okay, und rühren. Und wenn wir dann den Halloumi und die Mango aufspießen, muss das danach ein bisschen mit Öl eingestrichen werden. Und dann kann es auf den Grill. Auf welchem Grill machen wir das, Micky? Ich denke, auf dem Gasgrill werden wir das machen. Ja. Der geht dafür, glaube ich, gut. Aber kannst du auch auf dem wirklich Kugelgrill machen. Auf dem Kugel. Das ist wieder so ein Gericht, das kannst du, glaube ich, auf jedem Grill jetzt machen. Da könnten wir jetzt uns austoben. Wunderbar. So, dann spieße ich mal. Das dürfte ja jetzt nicht so schwer sein. Nee, das geht gut. So, Nummer 1. Na, sag mal. Tada! So sehen die Spieße jetzt schon mal aus. Sieht doch sommerlich aus, oder? Und wir haben uns jetzt gerade überlegt, während ich da so rumgespießt habe, dass wir das einfach mit dem Dressing jetzt schon mal ein bisschen bestreichen, bevor es auf den Grill kommt. Dann kann das nämlich so schön einziehen und schmeckt dann noch intensiver. Kann ich das jetzt hier auf deinem schönen Holzbrett machen? Das ist dann süffig. Ja, das ist richtig, aber dann musst du es halt auch abwaschen. Na gut. Aber willst du einen Pinsel vielleicht dazu haben? Ach nee, guck mal, das geht auch gut. Ja, geht gut, ja. Es gab Zeiten, da hatten wir gar keinen Pinsel. Guck mal, das geht auch. So. Das riecht so frisch und süß und herzhaft zugleich. Wie viel Mango hast du? Du hast jetzt eine Mango geschnitten, genau, ne? Eine Mango. Also ist sogar noch was übrig. Also je nachdem, ja, wie viele ihr seid, könnt ihr spießen, was das Zeug hält. So, und jetzt können wir rausgehen. So, der Bräuking Gasgrill ist schon vorgeheizt. Wir nehmen jetzt hier die kleine Kammer für die 2 kleinen Spieße. Micky, lege ich die jetzt direkt hier auf die Flamme oder oben hin auf das Grillrost? Nee, also ich würde es auf die Flamme legen, weil ich habe gelernt, bei so einem Grillkäse, der lässt sich doch manchmal so schlecht vom Rost lösen, ne? Ja. Wenn du das Rost aber richtig knackerheiß machst, dann löst er sich perfekt. Okay, es ist knackerheiß. Genau, dann ruhig einmal da drauflegen. Gucken, wie die Mango reagiert. Ist ja für uns auch ein kleiner Versuch, mein Snack. Oh, ist ja schon mal schön. Oh, es riecht richtig fruchtig. Ja, das meine ich. Das war vorhin schon beim Vorbereiten. Weißt du was? Du hast ja gesagt sommerlich, aber es hat mir was vom Geruch her vom Weihnachtsmarkt, finde ich. Was? Wirklich komisch, ne? Ich weiß nicht. Kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Na gut. Hat auch eine frische Nasen-OP. Nachher schmecken. Genau. Bis gleich. So, wir drehen es jetzt einmal. Lässt sich wirklich super lösen. Ja. Vielleicht könnte man noch ein bisschen dickere, größere Spieße nehmen, dann würde sie mich besser halten. Guck mal, jetzt ist das hier abgebröckelt. Ja. Guck, und jetzt wird es bei uns nämlich ein bisschen braun, dieses Holzstück. Ist ja nicht so schlimm, aber wenn man es vorher gewässert hätte, dann würde das eben nicht passieren. Okay. So, wir gucken jetzt mal, was noch davon übrig ist von unseren Spießen. Wir haben vorhin den Rest, der hier noch so auf dem Brett lag, den haben wir nicht zusätzlich aufgespießt, sondern haben das hier einfach noch angeröstet. Ach du Schreck. Oh Mann, Micky, guck mal. Ja. Heute isst man die Optik nicht mit. Ja. Schmecken wird es trotzdem, oder? Oh, das stimmt. So, ach, guck mal, der könnte... Oh, guck mal. Ja, guck mal, den kriegst du, Lydia, okay? Du kriegst den einen schön. Ja. So,
Ja, das sieht heute mal so aus bei uns. Riecht aber mega lecker. Schön heiß, schön weich, angeröstet. Und wir probieren jetzt gleich mal. So, es geht ans Kosten. Guck mal, mit den einzelnen Stücken sieht das so aus, ob das so gewollt ist. Guck mal, ein Spieß ja, und ein genau. paar einzelne Stücke. Man könnte jetzt die Gabel nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal die Finger. Oh, weia. Ich tippe das hier so ein, so ein Stück Mango. Also es ist so eine Mischung aus dieser Süße von der Mango und der Säure aus dem Balsamico-Essig mit dem Käse. Aber lecker. Moment, jetzt noch beides zusammen. Weißt du, was ich auch machen würde, Lydia? Ich würde beim nächsten Mal, glaube ich, auch den Dip ein bisschen einreduzieren. Der ist mir zu flüssig. Ah, okay. Ich würde den ein bisschen dicker machen noch. Du weißt ja auch, einfach mal 2-3 Minuten mit auf den Grill gestellt, dann würde der ja dicker werden. Mmh, der Kombi. Geil. Und schmeckt wirklich sommerlich. Da steht man hier mit dicker Jacke und friert und schwupps ist einem sommerlich. Sehr lecker. Also, Micky, du darfst jetzt auch. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, eine Frau lernt grillen. Und folgt uns auch gerne auf Instagram und Twitter und Facebook. Also, bis zum nächsten Mal.